Hallo, hallo, Test, Test, 1, 2, 3. Hallo! Hi, mein Name ist Lukas, wie heißt du? Mein Name ist Brunhilde. Herzlich willkommen, Leute, zum neuen YouTube-Video. Ich bin hier mit Lukas von der neuen GNTM-Staffel. Ja, schön, hi. Dass du hier bist. Danke, wo sind wir denn hier gerade? Wir sind gerade in deinem Wohnzimmer? Genau, auf Cassys Couch. Nein, wir sind auf dem Hamburger Dom, aber wir machen das hier zu meiner Couch, ne? Warte, ich brauche mein Getränk. So, ne, weil wir auch Mäuschen sind, die viel trinken. Ich habe ja meine Detox-Woche und trinke keinen Alkohol, ne? Ich natürlich auch nicht, aber ich bin ganz gesund. Cheers auf GNTM, auf uns. Auf dass ich niemals geblitzt werde. Auf dass ich gestern geblitzt wurde und meinen Führerschein verloren habe. Im Hintergrund sitzt meine beste Freundin ich Hannah. Ich kann euch mal zeigen, wer im Hintergrund sitzt. Und der Manfred von Lukas. Der Matthias, ne? Matthias. Michael. Cheers. Ja, cheers, ne? Oh. Anstoß, du. Wir werden uns noch ein paar Fragen stellen, ne? Wir machen es nämlich heute ein bisschen spicy. Ihr könnt euch ruhig alle Fragen stellen, die euch so in den Sinn kommen, ne? Seid ihr eigentlich ein Paar? Sind wir ein Paar? Nee. Ja, oh. Also wir hatten mal eine Affäre. Ja. Ja. Nein, so. Weil, was? Was? Wir sind Freunde. Was ja. War die Frage? Ob wir zusammen sind? Nein, wir sind nicht zusammen. Wir haben uns früher in einer Tanzgruppe kennengelernt. Und da war sie noch blond wie so eine Barbie. Genau, sind jetzt seit wie vielen Jahren Freunde? 7, 6, ja. Nee, ich habe gerade Erinnerung von vor 7 Jahren bekommen. Dann 7 Jahre. Ja. Ja, wir sind seit 7 Jahren Freundin. Nein, Zeigefinger sind doof. Okay, nächste Frage. Wer ist eure Laufsteg-Queen 2024? Laufsteg-Queen? Also ich glaube, ich bin die Laufsteg-Queen. Natürlich bist du die Laufsteg-Queen. Ja, ne. Nächste Frage, ganz einfach. Wen mochtet ihr am wenigsten in der jetzigen Staffel? Das kann ich nicht beantworten. Warum? Das kann ich nicht sagen, Digga. Ich muss beim Finale noch sein. Okay, dann sag einfach, gibt es jemanden, mit dem du dich nicht so gut verstanden hast? Ja. Ja, eindeutig. Okay, möchtest du das nicht sagen? Oder erst nach der kompletten Ausstrahlung? Ich glaube, ich erzähle das erst nach der Ausstrahlung. Okay, aber kannst du schon mal sagen, warum mochtest du die Person nicht, die du am wenigsten mochtest? Auch wenn du sie jetzt nicht nennen möchtest. Ja, es gab so 1, 2 Personen, mit denen habe ich mich nicht so gut verstanden, weil ich mochte deren Charakter einfach nicht. Weißt du? So. Ist nicht so, dass es langweilig ist, was du gerade erzählt hast, aber ich wollte nebenbei ein bisschen was aufnehmen. Es war halt so. Okay, reicht. Ich mag halt diese Charaktereigenschaft manchmal nicht, dieses, wie nennt man das? Zu eitel, zu selbstverliebt und zu viel zu doll von sich überzeugt und das auch preisgeben. Das sind wir nicht, ne? Nö. Also, aber wir sind auf süß. Naja, aber wir sind nicht von uns überzeugt und machen in dem Sinne das uns Licht besser. Ist einmal kurz. Wir haben Gegenlicht, das ist eigentlich nicht so geil. Leute, ihr müsst einmal kurz Seiten tauschen, ja. Weil das Licht war scheiße, wie ihr gesehen habt. Ja, ich mag das halt nicht, wenn man so sehr offensichtlich von sich überzeugt ist. Wenn du weißt, was du kannst, ist schön, aber trag es nicht so doll nach außen hin. Ja, verstehe ich vollkommen. So, Leute, hatten irgendwelche Personen, die in der Staffel waren, was miteinander? Nicht, dass ich wüsste. Ich kenne Personen, die wissen miteinander. Nee, das sag jetzt nicht. Nee, alles gut. Nee, alles gut. Nee, hatten keiner was? Warum guckst du so? Nein. Also, Leute, es bleibt ein Geheimnis, aber wir werden es bestimmt irgendwann mal erfahren. Ehrliche Meinung zu Heidi Klum. Ja, was soll ich sagen? Heidi liebt mich. Das sieht man halt auch in der Staffel. Und ich liebe auch Heidi jedes Mal, wenn wir so Offcam hatten und sie stand da mit, hat sie mit mir geredet und hat mich auch angefasst und hat gesagt, wie gut ich aussehe. Und bei dir. Heidi, ich liebe dich. Heidi, ich liebe dich auch. Nein, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Heidi, dass sie jetzt nicht der größte Fan von mir war. Leute, no joke, ich habe mein ganzes Social Media aufgeräumt, alles mit Cassie archiviert. Ich vor schwöre, der Staffel. Ich habe ihm gesagt, lösch alles mit mir, damit Heidi dich mag. Weil ich hatte Angst, dass es irgendwie Einfluss darauf hat. Und jetzt nach der Staffel habe ich es wieder in mein Profil hinzugefügt. Naja, auf jeden Fall, Heidi, ich liebe dich trotzdem, auch wenn du ein Problem mit mir hattest. Ich finde dich trotzdem iconic. Mhm. Ja. Okay, nennt eine Sache, die bei GNTM fake ist. Boah. Eine nur. Boah, also no joke. So richtig fake war nicht wirklich was, ne? Nee. Aber klar. Ich fand die Fragen, die dich. Also, es gab da immer Leute, die dich interviewt haben. Ja. Und ich fand, es war nicht wirklich fake, sondern ich fand es manchmal zu heftig, wie doll sie. Dich in die Richtung drängen wollten. In die Richtung drängen wollten. Und wie doll sie eine Antwort auf diese explizite Frage haben wollten. Ja.
Ich wurde auch schon sehr oft so mehrere Male gefragt, man muss immer wieder irgendwie ausweichen und irgendwann, ich habe auch mal selber gesagt, ich möchte diese Frage nicht beantworten. Ja, zum Beispiel so, du willst die Frage nicht beantworten, die so, doch, wir sind unter uns, los, beantworte jetzt mal, ja, sag doch mal. Ja, und sie stellen das dann halt 10.000 Mal anders, sodass du irgendwann antwortest. Aber Leute, ich muss dazu sagen, das ist in jeder Fernsehproduktion so, das ist Fernsehen, das ist Entertainment, das ist deren Job und das heißt nicht, dass wir bei GNTM irgendwie manipuliert wurden oder sonst was. Und ich was. Liebe die Produktion und ich liebe dich, Finn. Ja, same. Also, das ist normal, klar, das hat manchmal genervt so, aber that's Entertainment Business, ne? Wir haben uns dafür entschieden, ne? Ja. Seid ihr Single oder vergeben? Ich bin vergeben an die süße Maus da drüben. Ich gehöre auch dazu, hallo! ich bin ein... Ja. Ich bin ein stolzer Single. Aber sie hat noch Kontakt mit ihren Ex-Schwiegereltern. Ich habe noch, also ich habe immer Kontakt mit sehr vielen Typen gleichzeitig. Ne? Deswegen, ich bin zwar Single, aber bei Heart habe ich 10 Boyfriends gleichzeitig. Natürlich. Grüße an alle, die das gerade sehen, alle meine Boyfriends. Wer hatte eurer Meinung nach das schlechteste Umstyling? Ich. Leonie. Ich schwöre, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber Heidi wollte ja, dass ich meine Haare wachsen lasse. Ja, hast du mir erzählt. Und dann dachte ich mir auch so, du kriegst safe und deswegen war ich so enttäuscht bei der Umstyling-Folge, weil ich dachte mir so, okay, ich krieg Umstyling. Also, ohne Witz, wir hatten ja eine Winterpause und wirklich, die Leute dachten bestimmt, ich habe unter einer Brücke gehaust in der Zeit. Ja, du sahst echt scheiße ich hatte aus. Keinen Schnitt. Sie wollte es ruffiger aber oder jetzt wie man es heißt. Richtig rockig geil aus. Also, sorry, aber es hätten die auch, oh, wie verliebt er dich anguckt. Ja, oder? Das hätten sie einfach machen sollen in der Staffel. Oh. Ja, also ja. Ich hatte leider keins und das schlechteste Umstyling, also ich muss ehrlich sagen, die Twins sahen zwar gut aus, aber ich habe mir bei den Twins was anderes erhofft. Ja, die sahen halt vorher auch schon gut aus, also man hat nicht so einen großen Unterschied gesehen, finde ich. Kennst du das, wenn deine Blase am Fuß verheilt und es juckt? Bruder, du bist so ekelhaft. Kann man getragene Kleidung von euch kaufen? Unterhose und Socken bei mir auf Kleiderkreisel. Schreibt mir eine DM und dann kriegt ihr ein paar Sachen zugeschickt. Aber wir müssen dann auch ein bisschen blechen, ne? Also wir sind nicht günstig. Sagst du. Warum redet Lukas eigentlich in der Staffel so viel? Der nervt irgendwie. Ja, warum ich so viel rede und dass ich nerve? Ja, sorry guys, aber ich habe mir vorgenommen, ich bin einfach ich in der Staffel und ihr beurteilt da gerade einen Schnitt, der passiert. ihr beurteilt da einen Schnitt. Das ist nicht alles, was ihr seht. Ein Haarschnitt? Nein, einen Schnitt. Das ist nicht alles, was ihr seht. So, da passiert noch viel mehr drumherum. Und na klar bekomme ich meine Sendezeit. Und natürlich erzähle ich oft etwas über die Bundeswehr oder sonst was. Aber ich erwähne es meinetwegen noch 10.000 Mal. Wenn ich da draußen nur einer Person von euch damit helfen kann, dann kann ich es auch noch 10.000 Mal erwähnen. Wenn es euch nervt, so sorry, aber... Ich erwähne es ja nicht, weil ich Mitleid möchte, ich erwähne es, weil ich da draußen euch helfen möchte, die vielleicht in derselben Situation sind, damit umzugehen oder damit ihr wisst, ihr seid nicht alleine damit. Und ich sage, ich bin aufgeregt, ich bin nervös. Ja, was soll ich sagen? Soll ich da lügen und sagen so, ey, ich bin gar nicht nervös, ich rock das jetzt vor Heidi? Nein, ich war noch nie in diesem Model-Business und ich muss natürlich erstmal bei GNTM wissen, ist das überhaupt etwas für mich? Ja, safe. Und Leute, ihr vergesst, es ist so ein wichtiges Thema, was sein Leben komplett beeinflusst hat und natürlich macht es auch einen großen Part von seiner Persönlichkeit aus. Heißt nicht, dass er nicht auch andere Teile der Persönlichkeit hat. Und was ich noch dazu sagen wollte, it's always better to be weird than to be fucking boring. Nächste Frage. Was waren eure schönsten Momente bei Germany's Next Topmodel? Ja, ich darf ja leider nicht spoilern, wie weit ich gekommen bin. Deswegen, bis zur Umstyling-Folge war mein schönster Moment auf jeden Fall der Flug nach Teneriffa. Ja. Und dass ich den Bademann bekommen habe. Ah, schön. Mein Handy! Ja. Du hast Regen, du bist kaum nass. Wie bitte? Du bist kaum nass. Kaum nass? Ich bin komplett nass, Adrian. Das geht mir gerade in meine Unterhose. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Wo denn? Ja, hier überall eigentlich. Hat der mal verdient. Also, nachdem hier dein Red Bull verschüttelt wurde, herzlichen Glückwunsch nochmal. Weiß ich tatsächlich nicht mehr, wo wir waren. Kannst du mir einen neuen holen? Mein schönster Moment war auf jeden Fall... Die Momente off-cam mit den Mädels, einfach in der Villa, am Pool. Ja. Ja, da waren auch echt schöne bei uns. Bei welcher Reality-TV-Show würdet ihr am ehesten mitmachen? Warum ist so dunkel plötzlich? Weil Hannas Dickschädel im Fenster ist. Okay,
Also ich würde dich ganz ehrlich bei irgendeiner Dating-Show sehen. Echt? Aber es ist nicht zu trashy aber nicht, für mich? Nicht so Trash-Dating, okay. Sondern... Oh, was ist denn nicht Trash? Bachelorette. Ja, so, sowas. Aber dann muss ich auch Main-Character sein, weil ich will nicht mit mehreren Frauen um einen Mann kämpfen. I'm sorry, ich würde uns beide in so einer Couple-Challenge sehen. Ja, Mann. Oder? Ja, Mann. So Forsthaus-Rampensau. Nee, aber ja. Bitte auf ein bisschen... Aber for real, ich würde mich auch im Sommerhaus sehen mit meinem Freund. Ich würde mich auch im Dschungelcamp sehen. Ja, da würde ich dich auch sehen. Sommerhaus wäre wild mit euch beiden. Ja, also eigentlich so Reality-Format, ich würde halt alles machen, ne, so. Leute, wie ihr wisst, ich bin ja eh kein richtiges Model, wurde mir auch schon oft gesagt, deswegen, ne, ich bin ganz stolz hier Influencerin und Fernsehbraut. Oh, da kam eine Challenge mit dir. Oh ja, Baby. Was ist eure Lieblingspizza? Meine Lieblingspizza ist Pizza Salsiccia Picante. Deine? Sucuk. Okay, super. Auf 3, 2, 1 sagen wir eine Farbe, okay? Hast du eine? Ja. 3, 2, 1, pink. Schwarz. Und jetzt? Was ist wird das? Ein Superstar. 3, 2, 1, Heidi Klum. Bolognese. Was? Ein Superstar. Superstar. Hey, Superstar. Wer ist denn Bolognese? Okay, 3, 2, 1, Audi. BMW. Hey, Mann, müssen wir unsere Lieblingssache sagen? Ja, das ist irgendeine. Was uns einfällt gerade. Audi ist das Geilste. Mercedes ist das Geilste. Audi, das so Leute, das war's für heute. Wenn ihr Bock habt, dass wir weitere YouTube-Videos zusammen machen, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir alles machen sollen. Wir sind offen für alles, wie ihr wisst. Zwei verrückte Mäuse. Ist egal, ne? Nicht nur Fragerunde, sondern wer würde er? Und wenn ich du, wer würde ich? Scheiße. Wahrheit oder Strafe, alles. Okay, also wir lieben euch. Stay sassy und adieu. Von eurer GNTM-Crew.